So, und ja, auf der anderen Seite machen wir dann dasselbe. Jetzt kommt man, glaube ich, gar nicht mehr aufs Dach rauf von außen, ne? Hier ist zwar diese Treppe, die ich gebaut habe, au, aber die bringt jetzt auch nichts mehr. Ja, nee, musst du irgendwie. Ich baue die hier mal eben ab. Du bist gerade irgendwo runtergefallen. Ja, ich muss nochmal Steine in den Ofen klatschen, dass ich diese Halbsteine dahin Ja, ich mache auch gerade mal eben. machen, tun kann, werden lassen sein. So. Und epische Musik erklingt im Hintergrund. Aber nur bei mir. Ja, bei mir ist auch schon wieder aus. Ja, bei mir ist jetzt auch wieder vorbei. So. Ich bin auch schon wieder Level 15. Okay, mal gucken. Cleanstone, Cleanstone, Cleanstone. So. Zack, zack. Und drei sind natürlich wieder übrig. Und dann Steinziegel, Steinziegel, Steinziegel. Oh. Jetzt habe ich, glaube ich, zu viele. Man kriegt jetzt aus drei Steinblöcken, kriegt man jetzt sechs Halbsteine, nicht mehr drei. Ach so, okay, ja, ist natürlich, Macht auch Sinn eigentlich, ne? Aus drei ganzen Blöcken kriegt man sechs halbe. ja, klar. Ich meine, Sinn hat jetzt bei Minecraft nicht immer unbedingt die wichtigste Rolle gespielt. Ja, gut. Aber es ist halt ein bisschen logischer. Ja. So. Ach ja, meine Treppe ist auch professionell gebaut hier. Du kannst nämlich nur die rechte Seite benutzen. Weil bei der linken Seite, dann hast du nur eine Höhe von 1,5 Blöcken und da kannst du nicht laufen. Aber sonst müsste die. Hier kannst du mal ausprobieren. Sonst müsste die Treppe nämlich mitten im Raum irgendwo sein, damit man beide Seiten benutzen kann und das war dann auch doof. Ja, ach, hast du Ja, auch. Boah. das merkt gar keiner. Das sieht schon gigantisch aus. Hier kannst du auch zwei Etagen reinhauen. Ja, meine ich ja. Also, dass man hier jetzt, Moment, eins. Achso, wir haben hier ja sowieso noch einen halben Block. Also bis da und dann hier noch eine Decke und dann hätte man da oben noch so einen Ja, Dachboden. noch wo man, weiß ich. Da oben kriegt man da oben noch so eine Schmiede, so ein Dings hier. So ein Verzauberungsding rein. Das habe ich ja da hinten eigentlich schon. Ja, aber dann könnte man noch so in den Dachboden reintun. So. Aber da Nicht. hinten sollte ja das Kürbishaus auch hin. Ach ja, stimmt, ja, das müssen wir auch noch machen. Ja. Aber keine Ahnung, eine Bibliothek kann man ja trotzdem reinbauen. Jetzt stehst. Oh. Achso, ja, jetzt ist gerade die Frage, soll das so flach oder eine Stufe höher? Ja, eine Höhe hätte ich jetzt gesagt. Dann musst du da mal eben weggehen, damit ich da hinbauen kann. So. So. Ich setze mal hier fort. Ich muss sogar ein bisschen Musik leiser machen. Und die beiden hier, wie heißt es noch, Giebel, die müssen wir dann auch noch zumachen. Ja. So, 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 so. Ja, huch, jetzt sind die Frames gerade ein bisschen eingebrochen. So, 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 so. Ach ja, ist mir auch aufgefallen, irgendwie, je höher man kommt, desto weniger Frames habe ich immer. Echt? Ja. Oh. Stimmenversagen gerade hier. Scheiße, ich habe hier gerade einen Denkfehler. Was denn? Nee, doch nicht. Ist alles gut. Du bist der Denkfehler. Ach, Penis. Ja. Ein sinnvoller Beitrag. Oh, jetzt Ja. verbaue ich mich schon wieder. Deine Argumentation ist immer sinnvoll und stichhaltig, du dummer Penner. Und erwachsen. Oh, shit, so, so. Okay, ein Stack Halbsteine habe ich hier verbaut. Gut, ja, also ich habe definitiv zu viele davon gemacht. Wie bin ich eigentlich gerade aufs Dach gekommen? Fragen du mich was Einfacheres? Hä, warum kann ich jetzt hier nichts? So, jetzt muss ich mal eben von innen wieder korrigieren, was ich hier wieder vermurkst habe. Zum Beispiel den da. Gut, es wird ein bisschen düster hier drin, also
Ja, müsste man nicht meinen machen. Ja. Vielleicht können wir gleich nochmal eben einen Ausflug in den Nether machen und ein bisschen Glowstone sammeln. Ja, wäre ich dabei. Ich muss hier gerade gucken, was ich mit meinem Headset mache, weil das wird gerade so ein bisschen. Hallo. Hallo? Warte mal. Wah! Das wird nämlich gerade ein bisschen unbequem. Au. Wie, ach so, zu tragen oder was? Ja, ich habe das nämlich jetzt. Ich sag mal so, das drückt ziemlich auf den Kopf. Ich mache jetzt das gerade so, dass der eine ab ist. Ne? Der eine ab ist, du weißt, was ich meine. Ja, glaube ich zumindest. Echt? Ja, der eine Kopfhörer. Ja, genau, der Ja, siehst du. es ist ja entweder es ist genial. Ach, scheiße. Es ist Gedankenübertragung oder es ist einfach nur, weil du gut. Oh, ich bin gefallen. Ja, schade. Ja, okay, also von unten geht das viel einfacher. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, dass ich halt ein Ohr für die anderen, dass ich ein Ohr jetzt auf Frei der habe. einen Seite das, genau. Jetzt haben wir es gerade, ne? Übrigens, das mit diesem komischen Bug mit den Schafen, dass sie durch den Zaun kommen, das ist ganz schön nervig. Ja, ich habe eben, als ich die XP gesammelt habe, auch die ganzen äußeren, also die draußen waren, abgeschlachtet. Sag mal, was ist denn in dem dritten Feld drin? Was? Ah, Hühner. Lol, die hat Ja. man gerade gar nicht gesehen. Weil wenn ich jetzt mal hier ins Schweinegehege gucke, hier stehen ungefähr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Schafe, glaube ich, drin, Ja. die da nicht reingehören. Ist das nur bei den Schafen, dass die so eine Scheiße da bauen? Ja, das ist. Also glaube ich. Bei den Schafen siehst du es halt, weil wenn draußen rote Schafe rumlaufen, dann kannst du sicher sein, die kommen aus deinem Gehege da. Ja, stimmt. Sag mal, hörst du dich jetzt doppelt? Ich höre mich nicht doppelt, nee. Okay. Aber ich habe das Headset jetzt kurz abgesetzt, aber ich kann dich trotzdem noch gut hören. Ja. Und ich sag mal so, für den Moment Gut. ist das vielleicht die beste Lösung, nicht, dass ich morgen. Wir müssen mal eben kurz eine Pause machen. Ist das in Ordnung? Ja, ist kein Problem. Ja, gut, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir auch wieder und es geht weiter und oh, da ist ein Enderman. Und der ist aber zu weit weg. Okay. Und wir wissen ja Kommst du auch. ins Bett? Ja, ich komme. Wir wissen ja auch noch, was passiert ist, als ich letztes Mal einen Enderman angeguckt habe. Ja, Ja. da stand der böse schwarze Mann vor unserem Bett. Zum Glück nicht in unserem Bett. Nee. Aber unter unserem Bett manchmal. Ich kann nicht schlafen, weil da draußen ein Zombie ist. Ich finde es immer noch witzig, wie du da im Bett jetzt nicht mehr liegst. So geht es hier, hier geht. Nein. Hier, nein. Ach komm, ich nehme jetzt hier das Bett mit. Rüste mir das mal eben aus. Ne, Moment, die Stufen brauche ich gleich noch wieder. Wie, du rüstest das aus? Ja, ich tue es hier in meine Inventarleiste unten. Ach so. Und dann schlafen wir jetzt einfach hier im Wohnzimmer. Ich lieg neben dir. Hohoho. Ich habe jetzt auch das ganze Chatfenster hier voll mit dieser Meldung, dass ich nicht pennen kann. Ja, ist bei mir auch. So, ich höre draußen fröhliche Gesellen abfackeln. Ah, dann gehe ich mal noch auf die Einschlagen. Oh. Vielleicht bekomme ich ja noch ein paar Punkte. Da ist ein Enderman und er hat einen Block Erde von uns geklaut. Und hier sind drei Creeper. Oh. Ich komme. Vor deinem Haus. Boom. Oh. Das war einer. Da ist noch einer und den anderen habe ich gesehen. Stirb! 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 Komm her. Spring runter. Ah, Bam! du bist so doof. Nein, 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 ich bin. Ah! Ich mach da was falsch. Professioneller Creeper-Täter, Töter. Ja, er Täter, also Gegenzerstörer. So, ja, ach so, wie kommen wir jetzt aufs Dach? Ach ja, klar, wir nehmen einfach die Treppe. Richtig. Und dann Oh, machen wir. da, er hat unseren Oh. Erdblock. Tötet ihn! Ich komme! Brecht ihm die Beine. Ah, wo ist er hin? Wo ist er hin? Komm her, komm her, komm Keine her. Ahnung. Da auf dem Dach. Ich sehe. Ich gehe nach oben. Ich habe seine Beine gesehen. Und ich glaube, er ist gerade raus vom Dach gefallen. Ah, ich fall gleich vom Dach. Ich gucke Wo mal. bist du? Nein, der ist hier oben nicht. Ich guck Da grad, wo hinten. er ist. Da hinten ist er. Jetzt ist er wieder weg.
Okay, ich glaube, den kriegen wir sowieso nicht wieder. Naja, ich baue mal hier. Oh, da unten badet noch ein Skelett im Teich. Ein Skelett. Ein Skelett. Let's tötet. Ach, hattest du auch so... Worte... Shit. Worte, die du als Kind immer so falsch ausgesprochen hast? Na... So, sowas was kann wie... ich mich nicht dran erinnern, aber ich weiß zum Beispiel, dass meine Schwester nicht... Warte, was war denn das? Oh, jetzt muss ich echt überlegen, was war denn das? Ne, fällt mir jetzt nicht ein. Das war... Boah, so werde ich dir gleich auf jeden Fall sagen, dann wird es mir wieder einfallen, aber jetzt fällt mir das gerade nicht ein, aber es war so ein richtig... So wie komisch. Zum Beispiel, ja, mit Skelett, das hatte ich immer, dass ich immer Skelett... Skelett gesagt habe und nicht Skelett. Ach so. Oder was auch immer Highlight war, Gummelstiefel, habe ich immer gesagt, früher, als Kind. Und ach ja, mein erstes Wort war Gurke. Gurke? Ja, Gurke. Okay. Oder zumindest, glaube ich, also nach irgendwie Mama und Papa oder so. Ja, ich glaube, bei mir kam Mama, Auto und dann Papa oder Papa, Mama, Auto. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall war Auto ganz am Anfang dabei. Gurke. Hä? Guck mal, was macht denn diese Treppenstufe hier? Hüpft die bei dir auch immer hoch und runter? Hä? LOL? Boing, mach mal ein Screenshot davon und dann nimmst du das als Thumbnail. Aber auf dem Screenshot sehe ich das Hüpfen ja nicht. Ach ja, scheiße. Irgendwie logisch, ja. Ne? Ja, ist ja in Ordnung. Ist genauso wie, hey, ich habe einen Pixelfehler, ich mache einen Screenshot davon. Ich habe keine Treppen mehr. Ich habe gerade hier welche abgebaut und die kann ich jetzt nochmal eben verbauen. Aber ich glaube, hier unten in der Küche sind noch... Du hast Aua gemacht. Ich habe großes Aua gemacht. Unten in der Küche, in den Öfen sind noch Steine drin. Sollten eigentlich. Oh. Okay. Hä? Werd ich mich mal... Hä? Ich habe hier gerade... Ich habe drüben... Wie bitte? Ich habe hier jetzt gerade eine Treppe hingebaut und das ist eine Ecktreppe geworden, obwohl hier gar keine Ecke war. Merkwürdig. Mysteriös. Ein Fall für Galileo Mystery. Weißt du ja, eigentlich, wie der eine Moderator von Galileo heißt? Ayman Abdallah? Nee, der andere. Nee. Das hatte ich auch irgendwann schon mal zum Thema gemacht und hab das dann mal recherchiert. Aber ich hab's auch schon wieder vergessen. Ja, das war, ich keine Ahnung, das war in Folge 50 oder so. Also ich meine jetzt hier diesen... ja, nicht den ganz hellen, sondern diesen, ja, ein bisschen dunkler Hauttyp da. Ach doch, ich weiß, wen du meinst. Ja, die haben ja einmal Abdallah, dann einmal diesen ganz, ja, den... Ist das nicht dieser Daniel Aminati? Das kann sogar sein.